Ein herzliches Willkommen zurück zum Umzugssimulator 2022, 23. So, was wir jetzt machen müssen, ist eigentlich bloß einmal alle Drawer ausräumen. Dann alle Drawer abbauen. Habe ich eine Axt dabei zufällig? Nee, nicht. Sollte aber schon darauf achten, dass ich möglichst die Reihenfolge beibehalte. So. Na gut, tut kurz erstmal offen vor. Gut, dann müsst ihr doch noch da. So. Ich merke gerade, dumme Idee. Hör da. Das sieht so schön bunt aus, Alter. Ist das geil? Das ist ja wie so Klotzbaublöcke. Klopzblöcke. Lego halt so. Wir brauchen die, wir brauchen die. 35 könnte knapp werden. So, hier. Yeah. Das ist genau falsch rum. Genau, hier muss keiner hin. So, wie macht jetzt das hier? Aha. Oh, Scheiße. Das ist kompliziert. Ah, sogar richtig. Hey, wo kommst du denn her? Bist ja mal voll am Arsch. So, das ist schon mal richtig. Dann ist auch schon mal richtig. Jetzt habe ich hier schon mal zwei Stränge, die, wo alles richtig ist. So, hier. Genau, hier muss jetzt noch ein rotes Ding rein. Und hier mache ich auch ein rotes Ding rein. Erst aber andersrum, bitte. So, genau. Genau. Hoho. So. Und hier. Ja, das geht nicht. Bräuchte ich einen Schraubendreher für ich. Wobei, nee, brauche ich gar nicht. Was labe ich hier eigentlich für ein? Eigentlich müsste es reichen, wenn ich das so mache.
meine, klar, da und da ein One-Way-Tube wäre besser, aber es müsste auch so funktionieren. Aber ich mache One-Way-Tube. Ich hoffe nur, ich kann diese roten Dinger auch drehen. Also diese One-Way-Tubes halt. Ich werde schon wieder am Verhungern sind, hier klopft nicht. So, das heißt, du kommst weg. Dafür kommst du dahin. Oh, es geht, ah! Und ja, dass man Dinger damit drehen kann, war mir schon fast klar. Die Frage ist, ob sie sich auch verbinden. Weil wenn sie sich nämlich verbinden, so wie dir, dann ist das der Beweis dafür, dass das funktioniert. Und das war nämlich die große Frage. So, jetzt kann immer alles nur in die richtige Richtung gehen. Ich mache das hier nochmal weg. Wobei, ist nämlich fast egal, warum. Na, dann halt so. So. Oh, hier muss das. Rein theoretisch. Es fehlt noch irgendwo so ein gelbes Ding. Gut, hier hinten fehlt noch eins, ja. Rein theoretisch. Achso, ich sollte da oben noch so ein rotes Ding reinpacken. Ach, scheiße, Mann, dann. Das macht Sinn, weil das Ding hier ist so aufgebaut, dass die Dinger hier einfach rumzirkulieren, solange bis sie den richtigen Tor gefunden haben und dann da reingehen. Mit dem Ding kann es aber passieren, dass sie erstmal, wenn sie hier rumzirkulieren, auch wieder hier rausgehen und erstmal den gesamten Weg runtergehen und dann erst wieder hochgehen. Also das zu verhindern, machen wir hier einfach auch so ein rotes Ding rein, sodass sie hier gar nicht wieder raus können. Ja, nur andersrum. Genau so. So. Jochen, dann müsste ich jetzt die Anlage eigentlich einschalten können. Und es sollte das Ding da hochgehen und dann da oben auch bleiben. Oh mein Gott. Leute. Warum ist das so krank geil? Cool. Gut, jetzt brauche ich nur noch unseren Dorf wieder aufbauen. Dann haben wir hier all die schönen Sachen. So. Bei ihm ist ja eigentlich eher die Kohle hin, ne? Ich weiß halt noch nicht genau, was ich mit der Kohle mache. Das ist das Problem. So, hier kommt dann so ein Blindspot rein, also einfach hier so ein Ding. Fertig. So, jetzt müssen wir noch genau 8 Stück haben. Genau. Dort passt wie angegossen.
Aha. Schon ist die Anlage fertig. Sehr geil. Das ist sehr geil. Gut. Und ich guck mal jetzt gerade noch mal. Wie mache ich das? Meine Idee ist, dass ich jetzt hier nochmal Abzweig reinmache, wo die reinen Kohleblöcke, also die unverarbeiteten, separat abgezweigt werden zur Hälfte. Sodass die Hälfte quasi verarbeitet wird und die andere Hälfte direkt roh reinkommt. Das müsste ja funktionieren, wenn ich jetzt hier so mache und jetzt hier eine Sorting Pipe reinklatsche. Und da sage, dass nur, ja, wobei das Problem ist, dann können die auch hier rüber wieder zurück in den Kreislauf kommen. Siehst du? Siehst du? Die gehen nämlich auch wieder hier nach links. Und das soll halt, wenn es geht, nicht passieren. Ja, die gehen ja nur noch nach links. Ach, okay, doch nicht. Ich bin mir halt unsicher, ob das mit der Kohle eine gute Idee ist, dass ich die verarbeite komplett. Ich glaube, das ist eine dumme Idee. Deshalb habe ich überlegt, ob ich den Slot, der da oben noch frei ist, da nochmal ein Drawer hinpacke, wo ich quasi unverarbeitete Kohle hinpacke. Weißt du was, wir machen es mal so. Ernsthaft? So, genau. Hier machen wir es jetzt. Ne, genau, hier gehe ich direkt lang. Genau, das ist richtig. So, und dann brauche ich jetzt so ein Sorting-Ding. Ich mache das jetzt einfach. Ist mir scheißegal, Leute. Ich weiß. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was ich weiß, aber das weiß ich zumindest. Von daher weiß ich es. Ja? Also, bitte versucht nachzudenken. So nämlich. So, jetzt habe ich hier so eine Sorting-Tube. Wo sind die jetzt da unten? Ach, ich hatte bereits welche. Also, dann mache ich die so. Ja, wieso? I don't know. Ja, aber schon habe ich ein Problem. Ah, ne, habe ich nicht. Haha. Leute, Ebims, ein Genie. So nehme ich. Alles geht zurück und geht direkt in den Kreislauf. Also, alles wird hier zur Hälfte aufgeteilt. Ne? Eine Hälfte geht immer nach hier und eine Hälfte geht immer nach da. Aber die Kohle, die nach hier kommt zur Hälfte, geht hier weiter nach oben. Ne? Weil sie aufgrund dieser ganzen One-Way-Dinger nur nach oben kann. Und alles andere, was hier zur Hälfte reinkommt, wird aber hier zurückgeschickt. Da sie aber nicht zurück nach dort kann, kann sie nur nach dort. Das ist so genial, Alter. Das ist so einfach und dennoch so genial. Gut, jetzt wollte ich aber noch ein Door. Da kommt da nämlich noch ein Ding hin mit unverarbeiteter Kohle. Dann habe ich alle Zweifel ausgeräumt, die ich im Zweifel eines Zweifels haben gehabt hätten tun. So nämlich. Habe ich noch eine Kiste? Nö. Ne, brauche ich noch eine.
Warum habe ich das Holz genommen? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche doch nur das Holz hier. 1, 2, 3. Was? Gut, 2 Hetze. 1, 2. Und du zurück. Erstmal brauche ich ja noch hier Holz. So. Brr. Brr. So. Und da, meine Lieben, kommt nämlich jetzt meine Aha-Axt im Walde. Eigentlich müsste hier massig Kohle rumtrollen gerade. Ach ja, tut sie auch. 5. So. Bis jetzt mehr werden. Ja, 2 Kohle. Ah, geil. Ja, cool. Ah, das ist doch geil. Das gefreut mir. Wobei ich jetzt die Kohle dann lieber doch nach ganz rechts machen würde, weil so sieht halt optisch kacke aus, wenn die Kohle jetzt so mittendrin ist, ne? Das ist aber mal ehrlich. Das kannst du ja so keinem anbieten. Das heißt, du kommst mal kurz weg. Ich brauche meine Quick-Tasten. So. Voila. Geil. Ah, oh, ist das cool. Ich bin sogar am Überlegen. Einfach nur aus optischen Gründen. Weil die so schön bunt sind. Ah, oh, ist das geil. Das gefällt mir. Oh, mir fällt gerade auf. Hier fehlt noch eine Reihe. Wie konnte das denn passieren? Gut, dann mache ich mal so, dann kommt das und das mal raus. Ach, leck mich doch. Verdammt. So nehme ich. Und da kommt hier nämlich zwei Blind-Dinger rein. So. Voila. Ist das auch optisch ein bisschen abgegrenzt? Das ist geil. Ha? Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, ihr kleinen Bitches. Oh, ist das cool. Ist das geil. Oh mein Gott. Alter, da hat sich ja der ganze Aufwand der. Weiß nicht, wie vielen Folgen auch echt gelohnt, ey. Ja, jetzt muss nur noch das hier abgebaut werden und langsam aber sicher, ganz ehrlich, ich glaube sogar, ich lasse die drei Kisten einfach so, wie sie sind. So, ganz ehrlich, ist mir völlig egal. Dann haben wir hier noch eine ganz stille Reserve. Ja, eine ganz stille. Gut, die unterste Kiste kann weg. Weil die Dinger füllen sich schon schnell genug. So, da muss man nicht noch nachhelfen. Die Dinger füllen sich schon schnell genug. Wobei ich sehe gerade, das Ding wächst an. Warum wächst es an?
Hat keine Stromversorgung. Okay, das ist ein Problem. Sagst du, mit der Stromversorgung ist echt ein Problem. Der hat aber der hat jetzt hier schon einen Repeater. Alter, ich verstehe das nicht. Das Ding hat auch keine Stromversorgung. Ah, ist das zum Kotzen. Ist da irgendwas kaputt? Ne, ist alles noch heile. Ist alles heile. Aber keine Stromversorgung. Leute, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Bin ich echt ein bisschen überfragt. No joke. Das ist echt kacke. Kann man auch die Sachen rausziehen lassen? Ah ne, muss ich hier reinpacken, ne? Ah, funktioniert. Aha. Ab in den Kreislauf mit euch. Das ist halt so kacke. Und ich habe zu viele dunkle Orte. Hier spawnen überall irgendwelche Monster. Ja, es ist natürlich. Also die Anlage an sich funktioniert, wenn alles funktionieren würde. Echt geil. Aber mit dieser Stromversorgung. Letztens hat das nicht funktioniert. Jetzt funktioniert unten das Ding nicht. Ich habe keine Ahnung, was mir die Mod damit sagen möchte. Also ich halt echt nicht so. Geil, 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 geil. Ich habe bei dem Blog, als ich hier gerade vorbeigelatscht bin, habe ich gelesen 5,7. Und dachte mir schon, hä, wie können da 5,7 Blöcke drinne sein? Aber nee, das, ja, das, ja, okay, verstehe. Ja. Ich glaube, wir werden auf lange Sicht hier wahrscheinlich noch eine extra Stromversorgung etablieren. Also wirklich, die komplett autark ist. Die nicht auf das restliche Netz angewiesen ist. Weil das funktioniert so gar nicht. Der sagt, Strom ist da. Na, also Strom wird gebraucht. Und die haben keine Stromversorgung, obwohl sie direkt dahinter sind. Das ist halt Kacke. Das ist halt richtig Kacke. Kann ich mehrere getrennte Netze machen, dass ich sage, ich nehme Transformator und mache aus MV MV? Also dass ich quasi von Mittelspannung nach Mittelspannung konvertiere und damit aber der Konverter quasi zwei Netze voneinander trennt. Dass ich quasi ein Netz habe, was hier oben lang geht, bis hier hinten und dann ab hier unten ein separates Netz habe, was von dem oberen Netz zwar gespeist wird, aber halt von der Größe her nur hier unten abdeckt. Und dementsprechend, weil das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Strecke von ganz oben bis nach hier unten einfach insgesamt zu lang ist. Das ist so das Einzige, was ich mir gerade vorstellen kann. Weil bei unserem Atomreaktor könnte das auch hinhauen, ne? Dass quasi die Strecke von da hinten
bis nach hier einfach zu lang ist. Ist das ein Ding? Ist das möglich so? Ist das so? Hat da jemand schon Erfahrung mit gesammelt oder so? Weil, wenn das Problem nicht wäre, wäre die Anlage jetzt perfekt. Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich da tatsächlich noch mal als Administrator ran und mit da was zurechthacken. Oder zumindest mal ein bisschen rumprobieren, was für Alternativen da sind, ob das funktioniert mit diesen Netzen trennen, unter welchen Bedingungen die Netze nicht funktionieren, unter welchen Bedingungen sie funktionieren, also auf jeden Fall funktionieren. Das ist gerade. War schon halb fünf. Ich sollte langsam ins Bett gehen. Also siehst du, müsste eigentlich auch die letzte Folge sein, ne? Ja, sieht so aus. Ha, cool. Ja, dann haben wir es ja in den 16 Folgen jetzt wieder ideal. Oh, jetzt habe ich gerade Spiel beendet. Ja, gut. Haben wir es jetzt in 16 Folgen echt gut geschafft. Eine komplette. Also auf jeden Fall letzte Folge. Jetzt haben wir jetzt eine richtig schöne komplette Anlage, die komplette Endverarbeitung und Endlager und alles. So. Keine Ahnung, worauf ich hinaus möchte. Von daher bis dann. Wie gesagt, also ja, ach so, übrigens, das war jetzt erstmal wahrscheinlich die letzte, also für die letzte Folge für diese Aufnahmesession sowieso. Ich habe jetzt sogar schon statt 16 Folgen 32 Folgen mein Test miteinander. Von daher werde ich dann wahrscheinlich erstmal ATS und ETS nacheinander direkt aufnehmen. Außer mich übermannt der Wille, noch mehr mein Test aufzunehmen. I don't know. Muss mal gucken, worauf ich am meisten Bock habe. Aber wie gesagt, auf jeden Fall kommt jetzt erstmal wieder ATS oder ETS. Vielleicht halt auch beides hintereinander direkt. Muss ich mal gucken, wie ich Bock habe, wie ich Lust habe. Auf jeden Fall war das jetzt mal wieder die letzte Folge, mein Test. Bis denn die nächsten 16 Folgen oder wieder 32 Folgen kommen. Oder 64. Ja. Das auf jeden Fall damit. Und wie gesagt, in der nächsten Folge, mein Test, müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wie wir das mit der Stromversorgung machen. Das heißt, ihr habt bis dahin genug Zeit, mir die Kommentare voll zu spammen mit Schaltungen, die ihr hinbekommen habt, die funktioniert haben. Denn ich bin mit meinem Latein am Ende. So, bis dann.